Hallo liebe Zuschauer, ich möchte Ihnen gerne die E-Zigarette von Salzar vorstellen. Das ist hier die Rocket 60. Ja, ich mache Ihnen ein kleines Unboxing-Video, zeige mal, was enthalten ist und werde das mal andampfen, wie das raucht. Ich selber bin seit 2 Jahren Dampfer. Ich habe selber eine Eliav iStick, die was größer ist. Dieses ist für meine Frau gedacht. Und ich habe auch hier so eine Clupor Mini, die ist schon sehr abgegriffen, wie man sieht. Ist schon sehr defekt. Deswegen habe ich hier auch defekt nicht, aber halt abgeblättert. Ne? Okay. Ich kenne mich also ein bisschen aus in dem Thema Dampfen und wollte mal dieses Gerät mal antesten und mal zeigen, was vorhanden ist und ja, wie es dampft. Hier ist eine Bedienungsanleitung in Deutsch, in einer schönen großen Schrift. Ne, hier wird auch alles ziemlich schön erklärt. Da gibt es auch Liquid von der Firma. Ja, macht einen guten Eindruck. Mit dem Gerät kann man Temperatur dampfen und auch normal dampfen. Temperatur dampfen kann man aber mit diesem Coils nicht. Dafür braucht man spezielle Coils aus Titan, Edelstahl oder Nickel. Diese sind nicht mit dabei. Hier sind herkömmliche Coils mit herkömmlichem Draht dabei. Daher, also Temperaturdampfen ist ein eigenes Thema. Ich dampfe mit herkömmlichen Coils ganz normal im Wattbereich. Das Temperaturdampfen benötigt schon ein bisschen mehr Fachwissen, ob jetzt da durch man besser dampfen kann oder nicht, sei dahingestellt. Aber kann man auf jeden Fall mit diesem Gerät machen. So, dabei war so ein Putztuch. Hier ist das Gerät. Ich zeige erstmal die ganzen Komponenten, die dabei waren. Hier ist das Gerät, macht eine schöne samtige Oberfläche, hat es. Das fühlt sich richtig schön angenehm an. Jo, ein Ladekabel. Hier noch ein separater Ersatzcoil. Hier ist die Verdampfereinheit mit Lufteinlässen, mit zwei Bereichen, also zwei Lufteinlässe. Hier, die kann man auf- und zudrehen. Wie viel man Luft dazu man haben möchte. Da muss man halt jeder selber gucken, was einem am besten liegt. Ich schraube das System mal eben auf. Ich lege das mal kurz auf Seite. Mehr war da nicht drin. So, das reicht auch. Ich schraube das System mal eben auf und zeige mal das System hier. Hier ist der Coil, den kann man abschrauben und dran schrauben. Dieser hält ca. 2 bis 4 Wochen. Wenn es anfängt, kokelig zu schmecken, sollte man den austauschen. Verbaut ist hier so ein 0,3 Ohm Coil. Der macht eigentlich schon sehr gut Dampf. Sollte es auf jeden Fall machen. Ich stecke den mal wieder rein. So, hier oben haben wir das Mundstück. Das kann man aufschrauben. Das ist aufschraubbar. Das ist jetzt nicht, manche kann man hier rausnehmen. Dies ist nur zum Schrauben. Hier sind auch der Einfüllbereich für das Liquid gedacht. Ich lasse das direkt mal auf, verbinde das mal direkt mit meinem Gerät. Da sind 510er Gewinde drauf. Also im Endeffekt würde hier auch mein Verdampfereinheit würde auch da drauf passen. Ich schraube das mal zusammen, das System. So. Und befülle das mal mit Liquid. Ich habe es noch gar nicht befüllt gehabt, damit man sehen kann, wie es funktioniert. Hier an der Seite sind so Einfülllöcher. In die Mitte bitte nichts einfüllen. Das wird hier in die Seite eingefüllt und geguckt, dass man nicht. Man kann da ruhig bis oben hingehen. Das ist gar kein Problem. So, das müsste eigentlich reichen. 2 Milliliter fasst der Tank. So, ich drehe das System mal wieder zusammen. So, jetzt muss das beim ersten Mal muss man ein bisschen warten, bis die Watte, die da drin in diesem Coil vorhanden ist, mit dem Liquid sich aufgesaugt hat im Endeffekt. Ne? Dafür sollte man 2, 3 Minuten mal warten, damit das auch funktioniert. So, ich gehe mal auf die Einheiten hier. Ich mache ein bisschen Luft schon mal an. Eingeschaltet wird das Gerät mit 5 Klicks. So. Machen wir das Licht aus eben. So, das ist ein neuer Coil. Also drücke ich auf Plus, wenn ich jetzt wüsste, welches Plus ist.
So, hier sind jetzt die ganzen Daten vorhanden. Hier ist ein Kästchen mit Temperatur für die Temperaturdampfer. Ändern kann man das, wenn man hier beides gleichzeitig gedrückt hält. Ich mache das mal eben. Dann kann man auf den Wattbereich gehen. Das ist der Wattbereich jetzt im Moment. Angezeigt wird der Wattbereich 35,9. Also hochgehen kann man hier bis 60 Watt. So, also 7 bis 60 Watt kann man hier einstellen. Ich stelle mal auf 20, 25 Watt, also 25 Watt mal ein. So, das ist mein Bereich, in dem ich dampfe. Ja, 25,5 ist auch egal. Hier steht auch die Ohmzahl, die der Coil hat. Das ist 0,29, also 0,3. Und hier der Batterieladezustand ist hier unten vermerkt. Gut, dann hätten wir das. Ja, dann fange ich mal einfach mal mit 25 Watt an normal zu dampfen. Einen Moment. Ja, gute Dampfentwicklung. Ich muss noch ein bisschen warten, dass die Watte ist noch nicht vollkommen durchnässt von dem Liquid. Ja, was gibt es da noch zu sagen? 2000 mA hat der Akku. Dieser Akku ist fest verbaut. Den kann man nicht austauschen. Halten sollte der Akku circa ein Jahr lang. 1,5 Jahre, denke ich mal so. Je nach Intensität, wie oft man den benutzt. Das ganze System liegt auch schön in der Hand. Ne? Kann man schön in der Hand auch verstecken. Ich mag es nicht, wenn man so Riesensachen da hat. Das finde ich schon ganz angenehm. Gut, ich stampfe noch mal. Ja, also beim Fernsehschauen sollte man nicht dampfen. Da sieht man nämlich vom Fernsehbild nicht mehr viel. Also sehr gute Dampfleistung und Wolkenbildung hat das Gerät. Also gefällt mir sehr, sehr gut. Hier mit dem einstellbaren Bereich mit viel Luft oder wenig Luft. Ich mache mal auf ganz wenig Luft. Mal gucken, wie das so ist. Ja, ist auch gut möglich. Da muss man halt schauen, was einem besser gefällt. Mir gefällt mit mehr Luft besser. Also mit zwei Klicks, also mit dem Klick hier geht man auf Temperatur dampfen. Da ist auch Nickel eingestellt, also braucht man hier Nickel Draht, also Coil mit einem Nickeldraht. Also ich kenne mich in dem Temperaturbereich nicht so aus, ist auch nicht so gebräuchlich, ehrlich gesagt. Das machen eigentlich nur wenige Dampfer. Kann man aber mit diesem Gerät machen und hier auch die Temperatur einstellen. Ne? So, und jetzt mit zwei Klicks, also mit einem Klick auf beide Tasten geht man wieder auf den Wattbereich. Gut, mit fünf Klicks ist das Gerät wieder ausgeschaltet. Ne, ist das System aus. Man kann es in der Tasche transportieren. Da geht nichts an oder verstellt sich auch nichts. Mit fünf Klicks wird es wieder eingeschaltet. Also man muss fünfmal schnell klicken. Innerhalb von 2 Sekunden, sage ich mal so circa. Ne? Das hat man aber nach einer kurzen Zeit hat man das herausgefunden, wie das an- und ausgeht. Am Anfang habe ich auch immer zu lange gebraucht, um diese 5 Klicks zu erreichen. Und dann kommt das einem vor, als ob es nicht funktioniert, aber man muss halt schnell diese 5 Klicks tippen. Gut, ich rauche nochmal. Ja, sehr gute Dampfentwicklung. Wunderbar, schönes Gerät. Für den Preis, also Preis-Leistung von meinen Augen stimmig. Ist ja für meine Frau gedacht. Einstellbar, also mit der Wattzahl 0,3 Ohm, Coils verbaut. Ja, schöne, schicke, kleine E-Zigarette. Gefällt mir sehr gut. Daher, ja, ich hoffe, ich konnte ein bisschen helfen bei Ihrer Kaufentscheidung. Und ja, ich verbleibe mal mit einem schönen Tag. Und hoffe, es hat Ihnen ein bisschen gefallen hier, diese kleine Präsentation. Mehr gibt es hierzu nicht zu sagen eigentlich. 2 Milliliter fast der Tank. Okay, lieben Dank und schönen Tag noch.